Hallo und guten Morgen aus Astana. Es ist der 1. Juni, Ortszeit nähern wir uns jetzt so allmählich 11 Uhr. Das heißt, in Deutschland müsste es jetzt ungefähr 7 Uhr morgens sein. Und dies ist ein völlig unvorbereitetes Video, weil ich gerade etwas Zeit bekommen habe. Heute Morgen sollte eigentlich um 10 Uhr eine Exkursion beginnen hier in Astana, aber die Reisegruppe, die in der letzten Nacht eingetroffen ist, die haben sich dann mit dem Reiseführer, mit unserem Guide, darauf geeinigt, dass das Ganze um 13 Uhr beginnt und nicht um 10. Also habe ich jetzt so ein kleines Fensterchen bekommen. Drum nutze ich die Gelegenheit, einfach mal zu erzählen, was nach unserer Podcast-Aufnahme gestern Abend noch gewesen ist. Ich habe die Aufnahme veröffentlicht und danach sind Pablo und ich dann in die Dämmerung hinein. Die war schon etwas weiter fortgeschritten. Und wir haben uns dann Richtung Moschee gehalten. Wir können hier aus dem Hotelzimmer eine hell erleuchtete Moschee sehen. Und in die Richtung sind wir dann gegangen und sind dem auch recht nahe gekommen. Und da muss wohl direkt auch das Expo-Gelände sein mit vielen erleuchteten Hochhäusern. Und da gibt es auch eine Pyramide. Das sind sicher Sachen, die wir im Laufe der Exkursion noch mal genauer betrachten werden. Aber auch die Moschee, man kann die hier sehen auf dem Bildschirm, die haben wir dann also auch noch von nahem gesehen und das ist ein sehr eindrucksvoll und schön beleuchtetes Bauwerk. Und gegenüber dem Ankunftstag bei uns sind die Temperaturen inzwischen deutlich milder geworden. Am ersten Abend war es eher kalt, ziemlich klamm und jetzt sind sehr milde, angenehme Temperaturen, problemlos T-Shirt-Wetter. Auffällig ist allerdings der Wind. Davon hatte ich im Voraus schon gehört, dass wohl hier über die Steppe insgesamt so ein kräftiger Wind weht und dass man den auch in der Stadt deutlich merkt. Und wenn das ist, ja, das kann ich bestätigen. Ja, worum es heute in der Exkursion geht, weiß ich selber noch nicht genau. Das ist eben eine, die kurzfristig angesetzt worden ist. Das offizielle Programm beginnt morgen. Und wer möchte, kann eben heute an dieser gesonderten Exkursion noch teilnehmen. Irgendwas in und um Astana soll es sein. Das werde ich mir auf jeden Fall mal eben anhören und dann entscheiden, ob ich mich da mit anschließe oder ob Pablo und ich vielleicht auf eigene Faust noch mal ein bisschen durch Astana stöbern. Der Spaziergang gestern im Dunkeln war auf jeden Fall sehr schön und wir haben da so ein bisschen noch aufgesaugt von dieser Stadt mit der ganzen Beleuchtung. Komplette Häuserfassaden haben Beleuchtungen, die Animationen zeigen, über Häuserfassaden laufen Laufschriften teilweise drüber oder irgendwelche Muster. Wirklich kein Anblick des Alltags, sowas sieht man wirklich nicht oft und technisch ziemlich schön gemacht, teilweise sehr, sehr bunt. Ich werde da sicherlich noch mal ein paar Fotos mit ins Blog packen. Ja, für mich jetzt, bis wir dann gleich irgendwann uns für diese Exkursion treffen, ist jetzt noch ein bisschen Computerarbeit angesagt. Das heißt, ich werde dieses Video veröffentlichen. Ich werde hoffentlich dann den ersten richtigen Blogbeitrag schreiben, hoffentlich dort auch ein paar Fotos unterbringen. Ich hoffe, die Zeit reicht dafür und dann mal schauen, wie es weitergeht. Soweit aus Astana. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis bald.